Willkommen heute Abend im St. Anna Forum. Ich begrüße Sie an einem ganz besonderen Datum. Am 29. Januar 1523, genau heute, vor 500 Jahren, fand im Zürcher Rathaus die erste Disputation statt. Zwingli durfte vor dem versammelten Rat und der ganzen Geistlichkeit auf seinen Wunsch hin seine neue Lehre vortragen. Es versammelten sich mehr als insgesamt 600 Personen. Seine Gegenspieler waren eine Viererdelegation aus Konstanz unter der Leitung von Generalvikar Faber, der den Bischof vertrat. Zwingli formulierte hier seine Thesen, wie das für eine Disputation üblich war. Es waren 67. Viele Beweggründe für den Erfolg der Reformation waren ja gesellschaftlicher und politischer Natur. Dies wird im 2024 im Gedenken an die Übergabe der Abtei Frau Münster an die Stadt nochmals thematisiert werden. Aber die erste Disputation, eben vor 500 Jahren genau, das war eine theologische. Das, was die Menschen elektrisierte, was ihnen den Mut und die Kraft gab, auch politische und gesellschaftliche Anliegen durchzusetzen, waren die theologischen Inhalte. Ich behaupte das jetzt einmal, die Fachleute können mir nachher widersprechen. Aber das Evangelium neu sehen, es lesen, es verstehen, wissen. Die Menschen wollten wissen, was in der Bibel steht. Sie verlangten von Dorf zu Dorf, mit Nachdruck aus Zürich, dass man ihnen Geistliche schicke, die in ihren Predigten das Evangelium auslegten. Es gab den Menschen diese erstaunliche Kraft, mit alten Traditionen zu brechen. Bedenken Sie, ich denke immer wieder daran zurück, sie hatten das bisher Heiligste, die Messe, abgeschafft. Die Heiligenverehrung, den Gehorsam gegenüber dem Papst. Sie ließen sich nicht mehr einreden, sie könnten sich von Sünden loskaufen und gingen das Risiko ein, es bleiben zu lassen. Immerhin drohte man ihnen dann mit Fegfeuer. Aber die Menschen hatten den Mut, mit diesen alten Traditionen zu brechen. Sie wollten wissen, sie wollten das Evangelium selber lesen können und verstehen. Neues Wissen, da sind wir beim Buch von Daniel Margerath, der heute leider nicht selber hier sein kann. Es ist das Thema, das aber punktgenau zu heute passt. Daniel Margerath fasst zusammen, was man heute weiß und zum Teil neu weiß, oder vielleicht besser, was vor allem Theologinnen und Theologen neu wissen und was wir Laien und Laien eben auch gerne wissen möchten. Das ist eine Parallele zur Reformation. Was an den Universitäten erforscht wurde und noch erforscht wird. Einige Theologinnen und Theologen haben das neue Wissen allgemein verständlich formuliert. Einer von ihnen zum Beispiel ist Gerd Theissen, den wir auch schon hier hatten. Und natürlich die vielen feministischen Theologinnen, die für Laien geschrieben haben. Zum Beispiel die Basler Professorin Lucia Sutter-Rehmann. Nun aber zu Daniel Margerath. Er ist emeritierter Professor aus Lausanne. Sein Jesusbuch erschien 2019 auf Französisch unter dem Titel «Vie et destin de Jésus de Nazareth». Elisabeth Meinberger-Ruh hat es ins Deutsche übersetzt. Schön, dass sie heute auch hier ist. Der Titel des heutigen Abends, über den Sie sich vielleicht etwas gewundert haben, stammt aus dem Buch. Seite 247 schreibt Margerath: Trennt uns also ein Graben vom Leben und Werk des Nazareners, das nichts zu tun hat mit dem, was die Christen aus ihm gemacht haben? Ist Christus ein trügerischer Avatar des Manns aus Nazareth? Fragezeichen. Avatar, das ist ein starkes Wort. Ich habe mich bei Elisabeth Meinberger erkundigt, ob das Wort auch im französischen Text so vorkomme. Sie hat es bejaht, ich wollte es genau wissen. Junge Menschen verstehen sofort, was damit gemeint ist. Avatar ist für sie kein Fremdwort. Viele kreieren sich einen Avatar, eine
Person ein Wunschbild von sich selber, wie sie gerne sein möchten, und bewegen sich dann als diese Person eben als Avatar im Internet. Bin übrigens gestern noch schnell in den Film Avatar 2 hineingesessen, um auch noch zu sehen, was dort, aber es war langweilig. Ich bin in der Pause wieder rausgegangen. Ursprünglich bedeutete der Begriff, ich habe in der Wikipedia nachgeschaut, künstliche Person oder grafischer Stellvertreter einer echten Person. Das Wort leitet sich aus dem Sanskrit ab, dort bedeutet es Abstieg, was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären bezieht. Als ich das las, wusste ich, das wird der Titel. Er fasst die große Frage zusammen, die uns heute Abend beschäftigen wird. Neues Wissen war vor 500 Jahren eine ungeheure Kraftquelle, könnte es das heute wieder sein? Mir sind bei Margaras Buch zwei Besonderheiten aufgefallen. Er zitiert alle ihm zur Verfügung stehenden Texte aus jener Zeit. Neben den Evangelien, die Apokryphen, die vielen Evangelien, die es außerhalb des Neuen Testaments gibt. Er schreibt, mehr oder weniger gesichert ist die Existenz von 15 verschiedenen Evangelien, die ihn von den Christen des 2. Jahrhunderts gelesen wurden. Daneben zitiert er viele Hinweise aus jüdischen, römischen und griechischen zeitgenössischen Texten und bei einigen stellt er fest, dass sie früher nicht bekannt waren und man daher vieles neu sehen müsste. Wir begegnen damit auch einem faszinierenden Stück Theologiegeschichte, gut, verständlich und knapp zusammengefasst. Professor Jörg Frey hat mir allerdings versichert, das Zitieren all dieser verschiedenen Quellen sei heute Standard. Also wenn Sie ein theologisches Buch aufschlagen, können Sie damit rechnen und sonst müssen Sie es monieren. Das Zweite, Margara entlarvt immer wieder, wie wir in einige bekannte Sätze von Jesus spätere Interpretationen hineindenken, die diese jedoch, wenn man genau analysiert, nicht aussagen. Er führt aus, wie schon die Evangelisten dogmatische Sätze aus nachjesuanischer Zeit einfügten. Er nennt es christliche nachösterliche Relektüre. Wahrscheinlich ist auch das heute Standard, aber es ist mir bisher bei Margara besonders aufgefallen. Ich versuche im Folgenden einige knappe Einblicke in das reichhaltige Buch zu geben, vor allem in den ersten und zweiten Teil. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Die ersten drei Kapitel beschreiben die Quellen, die man heute kennt, und Jesu Herkunft. Der zweite Teil fokussiert auf verschiedene Aspekte des Lebens Jesu nach seiner Taufe. Der dritte Teil beschreibt die Apokryphen, wie die Apokryphen, die Schriften des Judentums und des Islam Jesu sehen und beschreiben. Zuerst bietet Margara eine knappe, informative Zusammenfassung der vorhandenen Quellen. Angefangen vom ältesten Handschriftenfragment auf Papyrus, das ungefähr auf das Jahr 125 datiert wird. Dann zu den 16 Fragmenten, die in verschiedenen Städten Europas und Amerikas aufbewahrt werden und zu sehen sind. Das ist schon spannend, also diese Fragmente sind überall verteilt in verschiedenen Institutionen. Und dann bis zum ersten vollständig kopierten Evangelium aus dem Jahr 200. Margara vergleicht die Quellenlage zu Jesus mit den Abschriften, die man von Werken, zum Beispiel von Homer oder von Aristoteles besitzt und von anderen bekannten Persönlichkeiten der Antike. Diese stammen allesamt aus dem 9. und 10. Jahrhundert, also sehr, sehr viel später. Margara schreibt, über keine Figur der Antike wird mithin so früh und so umfassend informiert wie über Jesus aus Nazareth.
Man könnte zum Vergleich Julius Cäsar nennen, der seine Memoiren verfasste, die Nikolaus von Damaskus schon früh erwähnt. Doch der Einzige, der, was die Fülle und das frühe Auftreten christlicher Zeugnisse betrifft, mit Jesus konkurrieren kann, ist Alexander der Große. So, dann gibt Margera einen Überblick über die kanonischen Evangelien. Das sind die vier, die ins Neue Testament aufgenommen wurden und die aus diesen Evangelien sozusagen herausgefilterte Spruchsammlung, genannt Quelle Q, eine Sammlung von Sprüchen, die mutmaßlich auf Jesus zurückgehen. Die Hypothese, dass es diese Spruchsammlung gegeben habe, wurde 1945 durch den Fund des Thomas-Evangeliums in Nag Hammadi bekräftigt. Das Thomas-Evangelium ist eine solche Spruchsammlung. Demnach hat es diese Form damals gegeben. Margera schreibt dazu: Die Quelle Q enthüllt uns einen anderen Jesus, fordernd, rachsüchtig, schneidend, kompromisslos, der nicht dem Porträt in den Evangelien entspricht. Margera fasst dann zusammen, was man über die zahlreichen außerkanonischen Evangelien, über die im Sand Ägyptens gefundenen Evangelien, über die judenchristlichen Evangelien, über die archäologischen Funde weiß und ordnet das Zeugnis des Paulus ein. Ich lese jetzt sein Fazit. Letztlich lässt die Fülle der Zeugnisse keinen Raum für die Theorie, dass die Existenz Jesus ein Mythos sei, also dass es ihn nicht gegeben habe. Am ergiebigsten sind die folgenden 8 Quellen: das Testimonium Flavianum, die 7 voneinander unabhängigen christlichen Quellen, Paulus, Markus, die Logienquelle, Tradition M, das wird Matthäus sein, Tradition L, Lukas und Thomas. Schön, dass er Thomas hier erwähnt. Jesus hat gelebt, schreibt Margera, daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nicht, ob er existiert hat, sondern welcher Jesus existiert hat. Die 4 kanonischen Evangelien sind Synthesen. Sie versammeln und kombinieren frühere Traditionen mit der Absicht, ihrem Publikum ein schlüssiges Porträt Jesu zu bieten. So dann schildert Margera, was man von Jesus bei sorgfältigem Analysieren der Evangelien und unter Berücksichtigung dessen, was man über das damalige Leben in Galiläa aus anderen Quellen weiß, als sicher annehmen kann. Immer, wie gesagt, unter Einbezug auch der apokryphen Schriften. Er beginnt mit Jesu Geburt als uneheliches Kind. Margera geht allen Hinweisen nach, sowohl den verborgenen, aber immerhin auffindbaren Spuren in den Evangelien, als auch außerhalb, die These, Jesus sei ein uneheliches Kind gewesen, stützen. Die Hypothese sei nicht neu. Bereits im 2. Jahrhundert erzählte der Philosoph Celsus, er habe von einem Juden die Geschichte der unehelichen Geburt Jesu vernommen. Für mich ist diese Annahme auch nicht neu. Aber wie Margera die Konsequenzen aufzeigt, die es für Jesus haben musste, wie er die Position eines unehelichen Kindes in der damaligen jüdischen Kultur schildert, eines sogenannten Mamsers, das war für mich neu und es war unerbittlich. Die Spannungen zwischen Jesus und seiner Familie erscheinen damit in einem neuen Licht. Auch seine Ehelosigkeit könnte so erklärt werden. Heiraten war Pflicht eines jeden Juden, für die Mamserut-Verdächtigen jedoch, für die ein legitimer Vater nicht sicher war, galten strikte Heiratseinschränkungen. Margera schreibt, weder Ehemann noch Vater. In der Gesellschaft seiner Zeit galt Jesus nicht als tadelloser Mann. Man wird den Gedanken nicht los, die eigene Situation am Rande der Gesellschaft habe Jesus für die Lage der Randständigen in der jüdischen Gesellschaft, denen er näher kommen wird, sensibilisiert. Dann geht Margera den Fragen nach, welche Sprachen Jesus sprach, wie gebildet er war, wie er ausgesehen haben könnte.
Die Evangelisten interessieren sich nicht dafür, es gibt keine Hinweise in den Evangelien. Letzteres sei jedoch bestimmt gewesen, also sein Aussehen von seinem Beruf. Margera schreibt: Der Zimmermann arbeitet mit den harten Materialien Holz, Eisen, aber auch Stein. Und der von Jesus ausgeübte Beruf erforderte technische Kompetenz und Muskelkraft. Das schmächtige Kerlchen, wie es uns in Heiligenbildchen und Hollywoodfilmen präsentiert wird, hätte die Härte dieses Berufs kaum überlebt. Von Jugend an bis 30 war Jesus damit konfrontiert. Das nächste Kapitel gilt Johannes dem Täufer. Mit Johannes dem Täufer hatte Jesus einen spirituellen Meister. Margera schreibt: Ohne Begegnung mit Johannes wäre Jesus nicht geworden, der er gewesen ist. Die Taufe des Johannes, verknüpft mit der Aufforderung zur Umkehr, war im Galiläa des ersten Jahrhunderts nicht bloß eine religiöse Innovation. Ich zitiere wieder Margera: Die Geste des Johannes war fundamental revolutionär. Denn Johannes führte als erster im Judentum ein einmaliges Taufritual ein. In der jüdischen Frömmigkeit stellten die Ritualwaschungen wohl die Reinheit der Gläubigen wieder her, aber das Erlangen von Vergebung verlangte nach einem anderen Rhythmus, nämlich der Opfergabe. Johannes, der Priestersohn, hat mit den Traditionen seines Milieus gebrochen mit dem Opferritual, dem sein Vater verpflichtet war. Sein Vater war Priester am Tempel, um jene radikalen Maßnahmen einzuführen, die das Kommen des seiner Auffassung nach rachsüchtigen Gottes erzwang. Für mich ist das eine neue Sicht auf Johannes. Margera schreibt: Das Kommen, das der Täufer ungeduldig erwartete, stand für den Zugang der Getauften zum Heil. Doch das ganze Gewicht seiner Verkündigung ruhte auf der Ausmerzung der Sünder durch das Feuer. Jesus verlangt von Johannes, getauft zu werden. Das heißt, auch er bedarf der Vergebung der Sünden. Das hat die ersten Christen in Verlegenheit gebracht, schreibt Margera. Er bezeichnet es jedoch als Anachronismus, hier ein dogmatisches Christusbild hineinzuprojizieren, Jesus sei ohne Sünde gewesen. Er überzeugt mit seiner Deutung der Taufe als großer Vision Jesu. Er und mit Sicherheit nur Jesus war es, der gemäß dem Markus-Evangelium den Himmel aufgehen sah und eine Taube herabsteigen sah. Margera schreibt: Für Jesus war die Taufe des Johannes eine intensive und verblüffende innere Erfahrung. Gott hat ihn für eine nicht näher beschriebene Mission auserwählt, die darin besteht, der Sohn, der Vertreter, der Sprecher, das Bild von Gott Vater zu sein. Jesus sah es und muss später davon erzählt haben. Dass Markus und Matthäus die Geschichte von der Versuchung in der Wüste anfügen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Jesus sich nach dieser im Tief aufwühlenden Erfahrung zurückziehen musste, um das unglaubliche Geschehen zu verarbeiten. Margera schreibt: Ohne Begegnung mit Johannes wäre Jesus nicht geworden, der er gewesen ist. Aber er hat in wesentlichen Punkten mit dem Täufer gebrochen. Für Johannes müsse die Gegenwart mobilisiert werden, um dem kommenden Zorn zu entgehen, während Jesus die Gegenwart als das Erscheinen der göttlichen Gnade sieht. Johannes rechnet mit der Rache Gottes, Jesus rechnet mit der Güte und Gnade Gottes. Johannes predigte und lebte die Askese, Jesus die Lebensfreude. Man nannte ihn einen Fresser und Säufer. Und im Johannesevangelium steht: Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Margera schreibt: Die Verschiebungen gegenüber der Botschaft des Johannes beruhen auf einer Jesus-eigenen Gotteserfahrung.
Diese in seinem Tauferlebnis wurzelnde spirituelle Erfahrung war derart stark, dass sie beim Mann aus Nazareth eine Exorzismus- und Heilpraxis erzeugte. Und hier endet die Ähnlichkeit mit Johannes. Die ersten drei Kapitel im zweiten Teil des Buches widmen sich Jesus dem Heiler nach der Taufe, dem Poeten des Gottesreichs und dem Lehrer der Weisheit. Margara schreibt: Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht gesagt hat, wer er war, sondern getan hat, was er war. Jesus sei ein pragmatischer Theologe gewesen. Margara schreibt: Im 21. Jahrhundert widerspricht die Akzeptanz von hochkomplexen Wissenschaftstechniken keineswegs dem Glauben an paranormale Phänomene. Und inzwischen sind die Forschenden der Auffassung, dass die therapeutische Praxis von Jesus einer der historisch am besten belegten Aspekte seines Wirkens ist. Er war ein charismatisch begabter Heiler und dank seiner paranormalen Gaben beim Volk erfolgreich. Im Zusammenhang mit den Exorzismen, die Margara in den zeitgebundenen Glauben an Geister und Dämonen einordnet, beschreibt er eine zweite Vision, die Jesus geprägt habe. Jesus sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Er sah es als Augenblick des Sieges von Gott über das Böse und war der Schlüssel zu Jesu Verständnis als Exorzist. Jesu therapeutische Kompetenz stand im Dienste des Guten gegen das Böse. Margera weist auf eine Besonderheit hin, die bei den antiken Heilern sonst nirgendwo auftaucht, ausschließlich bei Jesus. Der Satz Jesu: Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus spricht dem Individuum bei seiner Heilung eine derart entscheidende Rolle zu, dass von Synergie zwischen dem Wundertäter und dem Kranken gesprochen werden kann. Durch das Wort des Heilers erhält die geheilte Person einen entscheidenden Anteil am Wunder. Jesus beanspruchte keinen Titel, sondern strahlte kraftvolle Selbstsicherheit aus. Er wollte auch, dass auch die Menschen nicht zuerst darauf schauten, wer er sei, sondern helfen sollten, seine Botschaft umzusetzen, sich daran zu beteiligen. Hierzu Jesu Antwort auf die Frage Johannes des Täufers aus dem Gefängnis, wer er sei. Jesus sagt: Gib darauf keine Antwort, sondern weist auf sein Tun hin, in dem Sinne: Johannes, schau selber, du siehst ja, was ich tue. Das ist entscheidend. Der Nazarener hat die Botschaft des Johannes nicht bloß um die Komponente der Wunder ergänzt. Der Erfolg seiner Wunder führte ihn dazu, die Botschaft umzuwandeln. Sein Erfolg als Exorzist hat ihm enthüllt, dass das Reich Gottes, dessen überwältigendes Kommen Johannes erwartete, sich bereits jetzt ereignet. Das war die überwältigende und neue Aussage, vor allem in seinen Gleichnissen. Dazu das Kapitel der Poet des Gottesreichs. Hier überrascht Margara mit der Erkenntnis, dass innerhalb des palästinensischen Judentums seiner Zeit nichts Vergleichbares bekannt wurde. Ich habe gemeint, es hätten auch andere Gleichnisse formuliert, aber Margara schreibt, dass diese Form sozusagen auf Jesus zurückgehe, dass ihm die Jünger jedoch auf diesem Weg nicht folgen konnten. Meine Frage dazu: Das müsste auf eine erstaunliche, auch kreative und intellektuelle Fähigkeit von Jesus hinweisen, wenn er diese Form selber so geschaffen hat. Margara schildert im nächsten Kapitel die spektakulärste Wende, die unser Verständnis von Jesus im 20. Jahrhundert genommen hat. Erst ab 1950 Jesus als Jude seiner Zeit, als Zugehöriger zum Judentum wahrgenommen wurde und nicht sozusagen als erster Christ, der sich von den Juden abgrenzen wollte. Die Trennung von Judentum und Christentum folgte um einiges später als angenommen. Der Trennungsprozess setzte nicht vor Ende des ersten Jahrhunderts ein.
Was Jesus für die damalige jüdische Welt unerträglich machte, war nicht die Verkündigung des Gottesreichs, die war weit verbreitet, und nicht sein messianisches Ansehen, da war er nicht der Einzige, also dass man sich gefragt hat, ob er der Messias sei, und nicht wegen seiner Heilungen. Was ihn gemäß Margera wirklich von der jüdischen Welt trennte, war seine Auffassung von Unreinheit und Reinheit. Margera schreibt: Aus Distanz können wir uns kaum vorstellen, wie wichtig im Glauben Israels die Aufrechterhaltung des Reinheitszustandes war. Rituelle Reinheit war die Voraussetzung für den Zugang zu Gott. Unreinheit schloss davon aus. Um sich gegen das Ansteckungsrisiko zu wappnen, kontrollierte zum Beispiel die Qumran-Sekte ihre Mitglieder am Eingang. Margera schildert den Reinheitszwang der Essener, die, um sich gegen Ansteckung zu schützen, in die Wüste zurückzogen. Mit dem Satz, der auch im Thomasevangelium steht, dass nichts unrein macht, was in den Menschen hineingeht, sondern was aus ihm herauskommt, kehrt Jesus die Sache um. Er sagt, nirgends Reinheit sei ihm unwichtig, aber die Sorge um die Reinheit ist verschoben. Nun sind es die Worte und Gesten, die das Individuum mit seiner Umgebung verbinden, die über seine Reinheit oder seine Befleckung entscheiden. Und offensive Reinheit ist eine Reinheit, die sich von ihrem Träger verbreitet. Die Reinheit ist ansteckend. Und sie kann Unreines rein machen. Ansteckend ist nun nicht mehr die Unreinheit des anderen, sondern die eigene Reinheit. Das gemeinsame Essen und Jesu schockierender Umgang damit finden hier ihre Rechtfertigung. Jesus verkörpert charismatisch ausstrahlende Reinheit. Margera sieht, und das ist überraschend, auch bei der Vertreibung der Händler aus dem Tempel diese Motivation. Unreine durften den Tempel nicht betreten. Margera schreibt, die Gegenwart Gottes für sein Volk kümmert sich nicht um Schutzbarrieren, die die einen durchlassen und die anderen zurückhalten. Gott ist unterschiedslos für alle gegenwärtig. Nächstes Kapitel, welches Gottesbild hatte Jesus? Anders als seine Zeitgenossen, die in ihren Gebeten um den Namen Gottes herum, den man ja nicht aussprechen durfte, hoheitsvolle Titel anhäuften, ist Jesus von großer Nüchternheit. Obwohl er vom Reich Gottes spricht, nennt er Gott nie König. Wenn Jesus von Gott spricht, benutzt er einen einzigen Titel, Vater. Und ich füge bei, er sagt auch nie Herr. Er verwendet den aramäischen Ausdruck, der so typisch ist für seine Sprache, dass er ins Vokabular der ersten Christen eingeflossen ist, Abba. Ein Äquivalent für Papa, eine liebevolle Bezeichnung von Kindern für ihren Vater oder von Schülern für ihren Rabbi. Hier muss ich jetzt etwas einflechten, was nicht im Buch von Margera steht, was mich aber immer ein bisschen beschäftigt und beunruhigt. Ich habe in einem anderen Buch gelesen, dass Barabbas eventuell ein Kose- oder Beinamen für Jesus gewesen sein könnte. Das heißt ja Sohn des Vaters, Bar-Abba, dass man ihn auch so genannt haben. Stellen Sie sich vor, wenn das wahr wäre, wenn die Menschen, die Jesus beim Palmsonntag zugejubelt haben, dann auch verlangten, dass er aus dem Gefängnis entlassen würde. Das wäre eigentlich ein bisschen wahnsinnig. Ich habe es auch einmal in einem Leserbrief in der Zürcher Zeitung gefunden. Keine Ahnung, aber nur schon der Gedanke daran macht mich ein bisschen schaudern. Weiter, nun wieder bei Margera. Jesus, der Mamser, das vaterlose Kind, verbindet seine ganze Weisheit mit Gott Vater, dessen Gegenwart, Zuvorkommen und unendliche Güte ein extravagantes Verhalten geteilter Reinheit gestatten. Hier liegt der Realismus von Jesus, dem Gott der Vorsehung radikal vertrauen. Ihm, der nämlich weiß, dass wir das alles brauchen, die bedingungslose, vorleistungsfreie Liebe
ohne Anspruch auf Reziprozität. Das ist ein wiederkehrendes Thema in seinen Ermahnungen. Diese Liebe verlässt das Terrain der Gegenleistungen und lässt sich auf eine Annahme ohne Diskriminierung ein. Doch Jesus glaubt an das jüngste Gericht. Margara macht es fest an dem Jesus-Zitat aus Matthäus: Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater euer Verfehlungen nicht vergeben. So steht es ja auch im Unser Vater: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dies ist die Bedingung, eine weitere gibt es nicht. Auch keine Erlösung durch Jesu Tod, auch kein Sühnopfer. Margara nennt es den einzigen Text, den wir wörtlich haben, das einzige Gebet, das Jesus seinen Jüngern mitgab. Keine Doktrin, nichts, das auswendig gelernt werden müsste, wie es sonst ein Rabbi verlangte. Wir haben nur dieses eine Gebet. Margara stellt die Frage, ob die Auferstehung Teil des Lebens des Nazareners war oder ob sie nach Jesus Zeit eröffnete. Das heißt, Beginn des christlichen Glaubens gewesen sei, ist die Auferstehung Jesu die Vollendung seines Lebens oder der Beginn des Christentums? Ist die Auferstehung Jesu ein geschichtliches Ereignis oder das Ergebnis von Halluzinationen der Jünger oder schlimmer noch eine fromme Erfindung? Oder war sein Tod nur ein Scheintod? Das entsprechende Gerücht gab es ja sofort. Margara entscheidet sich nicht. Er schreibt aber, die Evangelien bieten einen dritten Weg an. Auferstehung ist die visionäre Erfahrung, durch die die Transzendenz in die Geschichte einbricht. Es ist das Ja Gottes zu Jesus. Seine Verkündigung wird hier durch Gott bestätigt. Jedoch während Jesus dazu aufrief, an Gott zu glauben und ein neues Gottesbild verkündete, der Vater, begannen die Christen nach Ostern an Jesus zu glauben. Man spricht vom Ostergraben, ein Verrat an Jesus. Margara schreibt es so, aber er macht ein Fragezeichen dazu. Aber Verrat ist ein starkes Wort. Margara unterscheidet die historische Debatte, das Herausfinden, wer Jesus war, von dem, was die Christen aus Jesus gemacht haben, nämlich den dogmatischen Christus. Zweimal formuliert Margara scharf, aber fragend. Hätte es damit sein Bewenden, ließe sich folgender Schluss ziehen. Indem die Jünger ihrem Meister Titel andichteten, die er nicht wollte und von denen er eigentlich nie etwas gesagt hat, dass er es sei, haben sie ihn letztlich verraten. Er relativiert es dann aber wie folgt: Letztlich ist nicht entscheidend, was Jesus über sich selber dachte, sondern eher das Bewusstsein seiner außergewöhnlichen Nähe zu Gott, dessen Zeuge er sein wollte. Dann schreibt er: Trennt uns also ein Graben vom Leben und Werk des Nazareners, der das nichts zu tun hat mit dem, was die Christen aus ihm gemacht haben? Ist Christus ein trügerischer Avatar des Mannes aus Nazareth? Das wird heute Abend unsere Frage sein. Margara relativiert dann aber: Ostern ist eine theologische Relektüre von Leben und Tod Jesu unter dem Siegel der Zustimmung Gottes. Es gibt wohl ein Vorher und Nachher, aber der Systemwechsel ist weder eine Osterwende noch ein Ostergraben, denn es besteht Kontinuität zwischen dem Leben des Nazareners und dem Osterglauben seiner Jünger. Die Ostererscheinungen stellen Kontinuität her zwischen dem Jesus vor Ostern und dem Christus nach dem Tod am Kreuz. Der Osterglaube ist also eine theologische Interpretation des Kreuzes. Mit den Ostervisionen stellt sich bei den Jüngerinnen und Jüngern eine neue Sichtweise ein, die ihr Verständnis vom Tod Jesu stark verändert hat. Nein, das Kreuz ist nicht das Scheitern des Propheten aus Galiläa. Gott hat ihn rehabilitiert, indem er ihn an seine Seite gesetzt hat. Das Nein, das die Jerusalemer Autoritäten Jesus entgegengesetzt hatten, wurde übertroffen vom Ja Gottes. Für mich ist das die Spannung im Buch. Die Fragen, die offen lässt,
denen wir uns im Gespräch zuwenden wollen. Margera grenzt an verschiedenen Stellen das Vorher und das Nachher ganz prägnant voneinander ab. Er zeichnet ein faszinierendes Bild vom historischen Jesus, der sich in so vielem unterscheidet von dem Jesus, den wir kennen. Er spricht von einem dogmatischen Jesus, der dem Historischen übergestülpt wurde und zeigt auf, wie anders der Historische gewesen sein muss, verwendet sogar zweimal den Begriff Verrat und eben Avatar, Wunschbild, Erfindung und harmonisiert dann in einigen Sätzen beides wieder. Das lässt mich etwas ratlos in diesem Buch und das ist ein Grund für das Gespräch mit Fachleuten. Zuerst aber noch ganz ein kurzer Hinweis auf den dritten Teil des Buches. Er besteht aus drei Schlusskapiteln, der Apokryphe Jesus. Zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert gleicht Jesu Werdegang einem Feuerwerk. Da gibt es unzählige Bilder von Jesus, die sich sehr unterscheiden. Man müsste eigentlich von einem Feuerwerk von Avataren sprechen. Und dann der Jesus aus Sicht des Judentums, das ihn zuerst verschwieg, dann als abtrünnig bezeichnete. Erst etwa um 1970 begann das Tauwetter zwischen den beiden Religionen, als von beiden Seiten eine sachliche und äußerst fruchtbare und weiterführende Auseinandersetzung möglich wurde. Und dann das Dritte. Im Koran ist Jesus eine prägende Figur. Er wird nicht sehr oft genannt, aber seine Rolle und seine Würde sind bemerkenswert. Historikerinnen und Historiker sind sich einig, dass der Islam in einer Zeit und an einem Ort entstand, wo die Figur Jesu wohl bekannt war. Die Hürde für den radikalen Monotheismus war die Trinität. Margera schreibt aber, seltsamerweise besteht die aufscheinende Trinität aus Gott, Jesus und Maria im Islam. Das wäre noch spannend. Dies als Anreiz, um das Buch selber lesen. Und nun bin ich gespannt auf das Gespräch mit den Fachleuten. Okay. Ich stelle kurz vor, Pfarrer Michel Müller, Kirchenratspräsident der Zürcher Landeskirche. Ihn kennen Sie sicher alle. Professorin Eva Ebel, Theologin, Direktorin von Gymnasium und Institut Unterstrass. Professor Jörg Frey, Professor für Neues Testament an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Danke, dass ihr hier seid. Nun, meine erste Frage an euch alle drei, schön der Reihe nach. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen? Möchtet ihr etwas ergänzen, was euch ganz besonders Eindruck gemacht habe und das ihr jetzt nicht erwähnt habt? Wer beginnt? Ja. Also du hast natürlich dieses wunderschöne und sehr gute Buch ein bisschen nach deiner Richtung gebürstet. Das war uns allen schon ganz klar, welche Dinge dir besonders interessant und besonders wichtig sind. Darüber können wir auch mal reden. Ich würde denken, Avatar ist als solches zunächst mal ein relativ neutraler Begriff. Also wenn ich im Internet sozusagen eine Figur habe, dann bin ich sozusagen als Person unter diesem grafischen Ding drin. Das ist noch nicht gleich ein Verfälschungssignal. Also an der Stelle muss man, glaube ich, überlegen, ob man den Verfälschungsverdacht nicht gleich ein bisschen zu stark macht. Mir scheint wichtig, zusätzlich zu dem, was Daniel Margera sehr historisch und sehr klar formuliert, auch im Blick auf diese französische Diskussion, ist Jesus dann doch nur ein Mythos, von Marx-Lenin-Lehre bis zu modernem französischen Säkularismus haben wir das, dass man eben auch deutlich macht, dass eine Perspektive, die sozusagen im Nachhinein etwas versteht, einen Sinn draus macht aus der Gestalt, nicht einfach Verfälschung ist, sondern eben Deutung, die auch notwendig ist, der ja, rein historische Momentaufnahme, der wäre sozusagen vollkommen belanglos für uns. Und darum braucht es diese Deutung irgendwo. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal deutlich machen. Okay, Herr Margera hat aber vom verräterischen Avatar gesprochen, nicht ich. Das ist, ja, und das ist auch bei ihm einseitig. Okay, sehr gut. So.
Ja, ich möchte vielleicht erst einmal sagen, bevor wir über die Einzelheiten sprechen, dass ich jeden und jede bewundere, die es heutzutage wagen, ein Jesusbuch zu schreiben. Ich glaube, niemand von uns hier vorne käme nur im Entferntesten auf die Idee. Das ist etwas Mutiges. Das finde ich toll. Ich finde es auch toll, dass er versucht, das, was durchaus schon lange bekannt ist, in eine moderne Sprache zu setzen. Er spricht eben von Avatar, wie wir schon mehrfach gehört haben. Er spricht von Inklusion. Er spricht von spirituellen Meistern. Das heißt, er versucht durch die Sprache auch eine Brücke zu schlagen und vielleicht einen weiteren Kreis anzusprechen. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde an einigen Stellen, dass er zwar sehr betont, dass er sehr distanziert historisch arbeitet, aber dann doch ein wenig ins Psychologisieren verfällt. Aber das werden wir sehen an einzelnen Stellen. Ich darf selber. Ja, also ich, zunächst eine erste Frage, hast du etwas vergessen, würde ich so direkt nicht sagen. Also ich finde, du hast wesentliche Punkte, die für mich auch bei der Lektüre wesentlich waren. Das Thema Reinheit, Unreinheit, das Thema des unehelichen Sohnes, das Thema der Auferstehung, das hast du hervorgehoben. Also das fand ich schon mal wichtig. Vielleicht auch im Anschluss an das, was Eva Ebel sagt, der ganze Versuch auch von Magera steht ja unter dem Verdikt von Albert Schweitzer, dass es das eigentlich nicht mehr gibt, eine Leben-Jesu-Forschung, sondern immer ein Stück, eine Projektion der heutigen Überlegungen in die Zeit zurück ist. Und das sagt er, das hast du jetzt nicht erwähnt, und das ist dann eben auch die Gefahr, die man immer hat, wenn man jetzt historische Ergebnisse, die ich also viele davon sehr spannend und inspirierend finde, aber wenn man die dann zum Eigentlichen zu machen versucht. Man muss dieses Buch, meine ich, anders verstehen. Es ist eine Hilfe, um einen anderen Blick auf Jesus zu werfen, als das, was wir üblicherweise machen. Wir werfen einen Blick von heute zurück, durch 2000 Jahre Dogmatik hindurch, zweifelsohne, und glätten dann beispielsweise auch die Geschichten von daher. Die vier Evangelien müssen dann irgendwie zusammenpassen, und die Krippe war der Stern war über der Krippe, obwohl das eigentlich bei Matthäus und Lukas eine andere Geschichte ist, etc., etc. Also das sind so diese Glättereien, die wir dauernd machen, und Magera hilft uns, das Ganze einmal sozusagen umgekehrt zu schauen, also von einer 180 Grad von der anderen Richtung, und dann sieht es einfach wieder viel schärfer und spannender aus. Das ist eine wesentliche Hilfe. Aber damit kommen wir nicht, das sagt er eigentlich am Anfang, aber dann denke ich auch, dass ein bisschen der Versuchung erliegt, zu einem eigentlichen Jesus zu kommen. Und das kommen wir nie. Aber wir kommen im Sinne, und damit schließe ich jetzt schon, im Sinne der Disputation, im Sinne Zwinglis, kommen wir vielleicht besser an einen Jesus, dessen Angesicht etwas gereinigt wird von den Schmierereien von Tausenden oder Hunderten von Jahren. Das war ja Zwinglis Anliegen. Er will diesen Christus reinigen von den Schmierereien. Und das, ich denke, das hat etwas mit dieser Disputation. Dazu kann das Buch helfen, einen frischeren und wieder klareren Blick zu gewinnen. Schön. Dann sind wir schon bei der einen Frage, die mich sehr interessiert. Dieses Bild, das ist schon klar, man kann es nie wissen, nicht? Aber er kommt dem historischen Jesus ein Stück näher. Wo überzeugt euch das und wo würdet ihr es korrigieren? Wo sagt er, ja genau, das sehen wir auch so? Oder gibt es Punkte, wo ihr sagt, nein, da sieht er etwas falsch? Die ganze Sache mit der Reinheit und Unreinheit zum Beispiel. Das war mir neu, dass das so wichtig gewesen ist. Ich mach's kurz, weil da bin ich jetzt wirklich nicht Fachperson. Da sind die beiden Neutestamentler deutlich stärker. Beim Reinheit, Unreinheit, das hat mir sehr gefallen, weil ich eben auch die Heilungswunder stark von daher verstehe. Es sind viele Leute, die krank waren, Gelähmte, Blinde, Aussätzige, die waren ja an Zugang zum Tempel gehindert durch ihre Krankheit. Und er macht damit eigentlich etwas Subversives mit der Heilung. Er macht sie rein und bringt sie wieder in die Gottesgemeinschaft. Also deshalb hat mir dieser Aspekt sehr gut gefallen. Aber ich kann nicht sagen, was war falsch, was fehlt, weil da bin ich zu wenig Fachperson, und darum habe ich es kurz gemacht. Nützt euch, gell? Ich würde noch mal wieder anfangen bei diesem Punkt der Psychologisierung. Ich
finde, dass die Taufszene, also die Wirkung, die Jesus empfangen hat, also diese Vision auf ihn gehabt haben soll, dass das nicht meinem Bild entspricht, was ich für historisch halte. Ich glaube, dass diese Vision eher etwas ist, was man im Nachhinein so stark konstruiert hat, und dass das für ihn ein Schlüsselerlebnis ist, dass er von da an im Selbstbewusstsein, dass er doch irgendwie Gottes Sohn ist, losgeht und wirkt, das halte ich für sehr gewagt, um nicht falsch zu sagen. Und das, glaube ich, ist eine Überbewertung und vielleicht sozusagen die falsche Kategorisierung. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man darüber nachdenken kann, was ihn antreibt und so. Aber jetzt bei der Szene, die er mal gerade doch zu einer Schlüsselszene macht, da würde ich es anders entscheiden. Er begründet es damit, dass er sagt, Markus, der ja das älteste Evangelium ist, schreibt, und Jesus sah. Mhm. Also nicht die anderen alle sahen, sondern nur Jesus sah es. Und das ist für mich schon ein Unterschied von dem, wie ich es immer verstanden habe. Ja, es lässt sich ja in den verschiedenen Evangelien zeigen, wie sie mit der Taufe und auch mit dieser Vision umgehen, ob es überhaupt erzählt wird und wenn ja, wer dann das sieht oder eben auch nicht. Aber ich glaube dennoch, dass die ganze Vision dazu dient, diese Taufe so durch Johannes eben noch weiter herabzusetzen von der Wirkung, dass Jesus eben ein Schüler von Johannes war und man Probleme hat, dieses hierarchische Verhältnis zu verarbeiten. Ich kann da gleich anknüpfen, also klar, historisch sicher ist, Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft. Er hat die Taufe gewollt, begehrt und damit eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ein Tauchbad, ich würde vielleicht mal nicht von Taufe reden, ein Tauchbad zur Vergebung der Sünden. Also das würdest du auch sagen? Das ist völlig klar, das hat er sozusagen in Anspruch genommen. So dass man sagen kann, er hat sich selber nicht als sündlos gesehen. Das ist völlig klar. Ja. Und damit hat er sich auch ein Stück weit in eine Schülerschaft des Täufers begeben. Ich würde sogar sagen, Jesus hat eine Zeit lang selber ein solches Tauchbad durchgeführt. Im Johannesevangelium haben wir da eine Spur, wo das drin ist, das sagt Margera nicht. Darüber kann man diskutieren. Die Taufberichte in den Evangelien sind natürlich alle schon ein Stück Deutung. Ja, wie kommt der Heilige Geist auf ihn und so weiter. Da haben wir schon nachösterliche Deutung. Man könnte sagen, Relektüre, wie es Margera formuliert, darin ist eben auch dann schwierig zu lokalisieren, wo ist das Berufungserlebnis Jesu. Da finde ich seine Lösung oder seine Überlegung sehr interessant. Jesus war ein Charismatiker, der irgendwann merkt, dass Heilung, Exorzismen Wirkung hat bei Menschen und darin die Nähe des Reiches Gottes wahrnimmt in einer Weise, dass dieses doch anders ist, als es in der Botschaft des Täufers da ist. Dieser Unterschied ist, glaube ich, ganz spannend von der Botschaft des kommenden Zornes Gottes beim Täufer zu dem, dass jetzt plötzlich schaut die Lilien auf dem Felde und so weiter, eine weisheitliche Verkündigung sozusagen dazukommt. Das andere ist damit nicht völlig erledigt und das hast du ja auch gesagt, er glaubt an das letzte Gericht und zwar das Böse muss vernichtet werden, natürlich. Okay. Wenn das Böse nicht vernichtet würde, dann hätte sozusagen Gott gar keinen Sieg und ich glaube, wir wissen sehr wohl, wo Böses in der Welt auch für uns wahrnehmbar ist und wenn wir alles das, wenn wir hoffen, dass sich das Heil durchsetzt, dann braucht das natürlich etwas. Ich glaube, man könnte auch gegenüber Margera vielleicht noch den jüdischen Hintergrund Jesu noch stärker machen. Dann, ich glaube, an dem Punkt ist deutlich, er ist eben doch ein protestantischer Theologe mit einer gewissen Distanz gegenüber bestimmten Elementen des Judentums, wo dann so ein, ja, fast schon ein Klischeebild kommt. Die waren alle so furchtbar reinheitsfanatisch. Das waren sie faktisch auch nicht alle. Sozusagen die Religionspraxis des Volkes zu der Zeit ist auch sehr unterschiedlich und sehr divers wahrnehmbar. Das heißt, wir sind manchmal in der Gefahr, eine Folie zu konstruieren, gegenüber dem sich der Jesus dann für uns ganz angenehm und schön abhebt. Und an der Stelle wäre ich vorsichtig, weil wir da auch manches hinein zu interpretieren in der Gefahr sind.
Ja, da sieht er ja auch die zweite Vision, die zweite Begebenheit, die er auch als Vision bezeichnet, nämlich dass der Satan vom Himmel fällt. Das würde auch in diese Kategorie hineingehören. Das ist sozusagen die Wahrnehmung der Entmachtung der bösen Mächte, die jetzt schon wirksam ist als eine kräftige Gegenwirklichkeit, obwohl diese bösen Mächte ja immer noch erfahren werden und in der Welt in Krankheit, in Belastungen und so weiter auch vorhanden sind. Und an der Stelle, glaube ich, zeigt sich dann nochmals sowas, dass eine bestimmte Art von Glaube eine Gegenwirklichkeit formulieren kann, aus der auch eine Kraft herauskommt, ohne dass man das jetzt quasi naturwissenschaftlich schon feststellen kann. Das ist ja Faktum, eine Gegenwelt. Okay, Margera unterscheidet den historischen Jesus vom dogmatischen Christus, der nach Ostern geschaffen wurde. Nun gibt es doch aber auch Unterschiede, die nicht einfach, es gibt Positionen, die nicht einfach beide gelten können. Das finde ich den spannenden Punkt, nicht? Wo sind die Unterschiede, die man nicht harmonisieren kann? Also zum Beispiel das mit dem unehelichen Kind. Daraus hat man die Jungfrauengeburt gemacht. Stellen wir uns vor, es wäre im Bewusstsein der Menschen geblieben, dass Jesus ein uneheliches Kind gewesen sein könnte, auch wenn man nicht ganz sicher war. Wie anders wäre man mit unehelichen Kindern umgegangen? Ich habe gerade in letzter Zeit eine Frau in meinem Alter getroffen, die unendlich darunter gelitten hat, ein uneheliches Kind zu sein. Die Mutter hat sie verleugnet, nicht? Und wenn man ihr gesagt hätte, siehst du, auch Jesus war ein uneheliches Kind, dann war das die beiden Positionen, finde ich, widersprechen sich total. Mit der Jungfrauengeburt hat man doch die Reinheit wieder hereingeholt. Nein, das ist eine spannende Überlegung. Also zunächst hat mich die Jungfrauengeburt, es bleibt ja ein uneheliches Kind, weil es ist ja offensichtlich, dass diese Frau ein Kind eben nicht von einem Mann hat und damit nicht verheiratet war, auch nach, soweit ich das verstehe, nach damaligem jüdischen Verständnis. Also eigentlich haben wir auch im Apostolikum, gegen das man kämpfte im 19. Jahrhundert, haben wir eigentlich etwas Subversives drin mit dieser Jungfrauengeburt. Wir haben nämlich eben das uneheliche Kind drin. Aber das wurde doch nicht. Ja, natürlich wurde es nicht, aber wir haben es heute. Und jeder, der mich zwingen will, jetzt das Apostolikum zu unterzeichnen, sage ich, mache ich gern, da haben wir nämlich das uneheliche Kind drin. Und da kann man also, das bleibt ja, das ist eben das Spannende, dass diese ganzen Dokumente, die haben manches Widersprüchliches, aber sie haben bleibend Subversives. Man kann es immer wieder wachrufen. Und es ist beispielsweise in der Reformation, ist es natürlich eine Tragik, in dem Sinn jetzt, dass man einerseits denn dieses verschmierte Gesicht Christus reinigen will, aber dann gerade an diesem Beispiel wieder die ganze Sexualität, die ganze Fortpflanzung, das Ganze in die Ehe zwingt. In einem Ausmaß, wie es vorher in diesem Staate Zürich bei weitem nicht war. Also auf der Landschaft in Kilchberg hat man sich ja dann beschwert, dass die Knechte und Mägde nichts mehr miteinander zu tun haben dürfen, weil der Rat von Zürich das nun neuerdings verbietet, seit der Reformation. Die Reformation hat keine Freiheit gebracht, sondern hat eine eingezwängte Sexualität gebracht. Ganz völlig vorbei eigentlich an dieser Geschichte, wie du richtig sagst. Aber es bleibt subversiv. Wir können jetzt im Jahr 2023 doch darüber sprechen, dass vielleicht im Apostolikum drin etwas ungeheuer Subversives drin ist. Da brauchte ich aber noch einen Satz mehr, damit wirklich verstanden wird. Okay. Was meint ihr dazu? Also wenn wir die Geburtsgeschichten des Matthäus und Lukas, Markus hat es nicht, Johannes hat es auch, da ist klar, Jesus von Nazareth, wir kennen seinen Vater und seine Mutter im Johannesevangelium völlig klar. Wenn wir also diese Traditionen, die bei Lukas und Matthäus da sind, die uns die ganze Weihnachtsgeschichte sozusagen schön machen, wenn wir die richtig verstehen, dann geht es da überhaupt nicht um ein eherechtliches Phänomen. Es geht auch überhaupt nicht um ein naturwissenschaftliches
Mirakel, sondern es geht letztlich darum, wir kennen aus dem Alten Testament solche Geschichten, die Sarah, die noch uralt ist und doch noch ein Kind kriegt. Also die, in dieser Linie, Sarah, Hannah, sozusagen jüdische Traditionen, wo von solchen Frauen geredet wird, bei denen Gott irgendwas Wunderbares tut. Und das ist zunächst der Anfang dieser Tradition. Dann hat man später plötzlich daraus viel, viel stärkere Aussagen gemacht, auch um die Mariologie natürlich nochmal zu stärken. Das steht nicht im Neuen Testament. Ich glaube, man muss da auch die Texte nochmal neu verstehen lernen und natürlich nicht einfach nur von unserem Wunderdefinition, Durchbrechung der Naturgesetze, dann ist es ein Wunder. Das darf nicht sein. Für die Antike ist etwas Wunderbares, gar nicht so klar definiert, sondern etwas, wo Menschen staunen. Und das ist an diesen Texten vielleicht doch nochmal neu zu verstehen, auch für die ganze Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, es ist sinnvoll, gar nicht von Verfälschung zu sprechen, sondern einfach sich zu überlegen, welche Menschen haben diesen Text geschrieben, haben diese nachösterlichen Bilder entworfen und welches Bedürfnis steht dahinter. Und es ist ganz eindeutig so, dass wir heute andere Bedürfnisse oder Wünsche haben als vor 1500 oder fast 2000 Jahren. Für uns heute ist, glaube ich, weitgehend ein Jesus wertvoll, der sehr menschlich ist, der Gefühle hat, der Angst hat, der leidet, der vielleicht auch nicht aus der heiligen Familie kommt, in der alles ist wie aus dem Bilderbuch, sondern wir haben heute das Gefühl, wenn ich in Gethsemane lesen kann, dass Jesus Angst hat, dann kommt er mir nahe und dann kann ich vielleicht mit ihm viel anfangen. Und wenn ich sehe, dass er aus Verhältnissen kommt, die auch irgendwie zweifelhaft sind für gewisse Leute und Kritik erregen, dann kann ich erst recht sagen, dann ist er für mich interessant, weil ich merke, ich kann auch aus schwierigen Verhältnissen irgendwie etwas Gutes machen und etwas ausstrahlen, was anderen Menschen Kraft gibt. Und dann sind diese Texte, die ihn schön machen, für mich eine Herausforderung, mir zu überlegen, warum macht man ihn so schön, was steckt dahinter und kann man es vielleicht auch gegen den Strich lesen, weil das Subversive eben da drin steckt, wenn ich diese Code sozusagen lesen kann. Und das wäre unsere Aufgabe, das freizulegen. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass besonders Matthäus und Lukas, die wir ja heute ganz ikonisch und ganz wunderbar, ich finde, diese Geschichten machen den Jesus nicht unbedingt schön. Also die sind auch in, wenn ich das, also mir hat das jetzt ein bisschen geholfen, was Margera sagt, dass das doch schwierige Geschichten waren. Das waren schwierig. Ich will das auch mit der Jungfrauengeburt, das kann man dann eben meinetwegen mit einer missglückten Übersetzung aus dem Alten Testament noch mit Matthäus ein bisschen macht, kann man das noch glätten, aber es bleibt eine schwierige Sache und Matthäus, das war meine Neujahrspredigt im Großmünster, Matthäus zeigt es uns ja selber mit dem Stammbaum, er sagt, da gibt's Provokatives und es gibt Ungeglättetes und Unanständiges in der Geschichte Jesu, oder? Und man hat ja dann diese Gerüchte mit dem Hauptmann, der Maria vergewaltigt hat und so weiter, das war ja auch so ein böses Vorurteil, aber dem konnte man nicht wirklich etwas entgegenhalten. Man hat dem einen echten Vater nicht entgegengehalten, sondern eine seltsame Geschichte. Und deshalb glaube ich schon, also es ist nicht einfach schön geglättet, es bietet tatsächlich Schwieriges. Ich würde es mit Paulus sagen, es ist den Griechen eine Torheit, oder? Die ganze Sache. Das bleibt in unterschiedlicher Fassung, es ist nicht nur das Kreuz, sondern das die ganze Geschichte. Die Jungfrauengeburt hat mit Sicherheit nichts irgendwie naturwissenschaftlich, das wurde damals wohl das nicht gewollt und dagegen hat man fälschlicherweise im 19. Jahrhundert dann gekämpft eigentlich. Die Liberalen hätten das viel lockerer nehmen können. Aber es hatte ja eine unglaubliche Wirkungsgeschichte, ja, diese ganze, natürlich. Ich nenne es immer eine Zudeckgeschichte. Ja. Man wollte nicht über die Herkunft sprechen, dann hat man das mit der Jungfrauengeburt gesagt. Und unwahrscheinliches Leid damit, ich meine den Frauen gegenüber vor allem auch, und diese ganze Jungfräulichkeit und Reinheit. Also da kommen wir jetzt zur Reinheit, nicht? Das war ja ein spannendes Kapitel bei Margera. Das war euch nicht neu, mir war es neu in diesem Sinn, in dieser Kraft und Stärke und dass das auch mit der Tempelaustreibung zu tun haben könnte. Also ob es mit der Tempelaustreibung zu tun hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Frage ist, was heißt eigentlich Reinheit zu der Zeit? Das hat ja nichts mit Sauberkeit zu tun, das hat einfach mit Kultfähigkeit zu tun. Also ein Mensch, der einen Toten berührt oder mit einem Toten in Berührung kommt, kann nicht
kultfähig sein. Nun ist ja, wann sind Menschen in Galiläa überhaupt in den Kult gekommen? Die sind einmal im Jahr vielleicht zu einer Festreise nach Jerusalem zum Tempel gepilgert. Normalerweise war das alles weit weg. Also in dem Galiläa, in dem Jesus wirkte, da war sozusagen gar nicht diese Notwendigkeit in diesem Sinn. Wir haben dort eine gewisse Hausreligion, eine gewisse Familienglauben, sehr, sehr jüdisch und durchaus mit gewissen Riten, aber das wird sozusagen auch bei Margera als Folie dann doch ein bisschen zu stark gezeichnet, fast als eine Art Reinheitsfundamentalismus, und jetzt ist der Jesus dann der dagegen, der das durchbricht. Wenn wir die archäologischen Zeugnisse ernst nehmen, wir haben viel jüdische Traditionen inzwischen ausgegraben, gerade in Obergaliläa, aber es ist eben doch in einem Dorf eine sehr viel pragmatischere und sehr viel lockerere oder diversere Praxis anzunehmen, als es jetzt sozusagen, dass man diese harten Fronten, die wir jetzt aus einer langen dogmatischen Geschichte wahrnehmen, dort schon annehmen dürfte. Natürlich ist aus dieser Praxis Jesu Markus 7, was in den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herausgeht, da entsteht so eine subversive Praxis, das ist klar, und die muss man sich dann auch immer wieder vergegenwärtigen. Aber wir sollten nicht eine Folie des antiken Judentums ganz schwarz malen, dass da Jesus als ganz helles Licht dafür erscheint. Dagegen wehre ich mich, auch gerade um hier nicht in falsche Antijudaismen zu fallen. Leuchtet mir schon ein. Trotzdem könnte man sich jetzt gerade aus dem heraus fragen, ob da sich nicht eben Menschen aus Galiläa und Obergaliläa auch eine eigene Geschichte erzählt haben, mit einem Jesus, der eher auf ihrer Seite steht und diese ganze Geschichte mit diesem Pilger nach Jerusalem etwas lockerer nimmt. Also einen hat Jesus als eine Figur, die eine Selbstrechtfertigung dieses etwas lockereren oder etwas pragmatischeren, aus verschiedenen Gründen. Da will ich gar nicht weiter ausführen. Also es ist dann gar keine Provokation, sondern es ist auch eine Selbstrechtfertigung. Wir haben da einen, der mit uns unterwegs ist, und diese Spannung, die zwischen dem galiläischen Judentum und dem jerusalemitischen Judentum besteht, um das auch ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, weshalb man diese Geschichten erzählt? Also das ist in der Tradition des Markus-Evangeliums ja ziemlich deutlich. Mhm. Der Jesus kommt nach Jerusalem, er geht da rein, schaut sich um, verflucht den Feigenbaum, macht die Tempelaktion. Man merkt, wie dieser ländliche Jesus aus Galiläa, wie der mit dieser Stadt offenbar große Probleme hat. Da ist ein Gegensatz, die sind fremd dieser Stadt und dem, was da in dem beim Establishment sozusagen läuft. Und ich denke, die Tempelreinigung, das hat etwas mit dem Geschäft zu tun, mit dem, dass hier eine sadduzäische Oberschicht natürlich den Tempel betrieben hat, der es auf ihre Pfründe ankam. Letztlich ist dann auch die Auslieferung Jesu an Pilatus und in den Tod, hat mit den Interessen dieser Elite zu tun, die eben ihre Geschäfte auch nicht verdorben haben wollten, wenn da irgendwelche Unruhen kommen könnten. Also insofern die Fremdheit des Galiläers Jesus gegenüber diesem Tempelbetrieb, und da könnte man mal sagen, der ist sogar darin auch ein Schüler Johannes des Täufers, der auch mit seinem Ritus dieses Untertauchens eine Art Alternative zum Tempelkult angeboten hat und sozusagen die Distanz zum Tempel, die dann auch sich später in der Stephanus-Gruppe und im Diaspora-Judentum dann auch nochmal verstärkte, die ist eigentlich da schon angelegt, und Jesus ist in dieser Hinsicht durchaus auch in der Linie des Täufers. Aber man kann, ich meine, noch weiter, also wann werden dann diese Geschichten erzählt? Also wir wissen ja doch einigermaßen, das wird ja nach der Tempelzerstörung erzählt. Man kann also durchaus sagen, eine Gruppe, die diesen Kult verloren hat, vergewissert sich
neu, vergewissert sich neu, das ist auch eine Art Osterbekenntnis, vergewissert sich neu, dass damit nicht der ganze Glaube verloren ist, sondern dass Gott auf eine andere Art wieder zur Seite steht. Es sind ja Juden, es sind ja nicht auch auf ihrer Seite steht und sie nicht vollends verworfen hat. Also das, deshalb ist, wird dieses kritische Moment, das möglicherweise in der historischen Verkündigung Jesu oder Praxis durchaus vorhanden war, das bekommt dann eine neue Kraft, von der Erfahrung der Zerstörung des Tempels her. Es wäre ja auch denkbar gewesen, also niemand glaubt mehr an Zeus, es wäre ja denkbar gewesen, dass man mit der Zerstörung dieses Heiligtums den Glauben bis heute, dass er weg wäre. Und seltsamerweise ist er in irgendeiner Weise immer noch hier, im Unterschied zu vielen. Und das, also wann wird es erzählt und warum? Oder? Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Margera unterscheidet das Gottesbild, das Jesus hatte, von dem Gottesbild, das dann die frühen Christen aufbauten. Und das ist mir auch nie aufgefallen bis jetzt, dass Jesus nie König oder Herr sagt, dass er immer Vater sagt. Und die Christen haben nachher diesen Begriff König und Herr eingeführt. Und Vater kommt eigentlich, außer im Unser Vater, sonst in der Liturgie kaum je vor. Auch in den Liedern nicht. Ich höre immer Herr und König. Das ist verloren gegangen. Stimmst du mir zu, Eva? Ja, ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, wen man fragt. Aber wenn man jetzt wieder in die persönliche Frömmigkeit geht, und ich denke, die Anrede Vater ist auch etwas, was sehr auch im persönlichen Gebet passiert, dann glaube ich schon, dass es sehr stark ist. Aber in den offiziellen Formeln, die wieder mehr darauf gehen, dass alles groß und erhaben ist, kommen die anderen Elemente möglicherweise mehr zur Geltung. Aber ich glaube, dass es in der persönlichen Frömmigkeit, wo es wirklich um die Zuwendung geht, um das Du, was mir gegenübersteht, was ich ansprechen kann, dass es dann doch hoffentlich für viele Menschen von Bedeutung ist, dass das eine Besonderheit ist, dass man so direkt zu Gott als Vater oder auch als Mutter, je nachdem, wie man das dann möchte, sprechen kann. Und insofern glaube ich, ist es für den einzelnen Menschen nicht verloren, aber in den offiziellen Formeln kommt es weniger zur Geltung, weil man da offenbar dem Erhabenen mehr Raum geben möchte. Weil es auch um Autorität ging. Aber das gibt ein anderes Gottesbild. Ich meine, die Ausdrücke, die anders gebraucht werden, das gibt mir einen anderen Zugang. Und der ist, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, falsch. Also ich denke schon, ich finde das wirklich eine der komplexesten Fragestellungen. Und ich habe das Buch gelesen und muss dann kurz darauf, macht hoch die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit singen lassen. Und hatte schon etwas Mühe damit, muss ich jetzt also wirklich auch sagen. Echt, ich dachte dann, war das der Anspruch oder was ist daraus geworden, woher ist das? Und ich meine, ich stelle mir das jetzt einfach, das ist eine etwas saloppe zeitgenössische Analogie. Aber wir haben einen russisch-orthodoxen Patriarchen, der einen unglaublich fürchterlichen Aggressionskrieg mit allen möglichen Menschen- und Kriegsrechtsverletzungen theologisch rechtfertigt, mit Glanz und Gloria. Also mit einer mit einer herrlichkeitsgloriosen Christus-Fantasie oder Wahnsinn eigentlich, das macht. Da kann man eigentlich als ukrainischer Christ, der bombardiert wird, fast nur noch das, und ich hatte letzte Woche eine Ausstellungseröffnung, eine Vernissage, auf Munitionskisten werden da Ikonen drauf gemalt, ohne goldenen Hintergrund. Also wirklich, es ist eine Niedrigkeitschristologie, die da sozusagen den Christus mit dem Leiden verbindet, als Protest gegen diese Wahnsinnsherrschaftschristologie, oder? Und das meine ich, vielleicht können wir damit ein bisschen nachempfinden, wie sich möglicherweise Christen im ersten und anfangs zweiten Jahrhundert gefühlt haben gegen dieser römischen Dominanz, Herrschaftsdominanz, diesem Kaiserkult und so weiter. Oder dann müsste man irgendwann dann im dritten, vierten Jahrhundert auch sagen, wo dann die römischen Kaiser selber zu Christen wurden, dann haben wir das wieder, oder? Also diese Überhöhung, eigentlich einen Sündenfall, muss man dann auch wieder sagen, oder? Also, aber einfach, um das jetzt ein bisschen zu aktualisieren, so stelle ich mir das irgendwie vor, und
auch ein solches Buch eben im Sinne Zwingli hilft dann doch, dieses total Entstellte, diese Fratze eines kyrillischen Christus, oder? Der die Soldaten segnet und der ihnen Ablass gibt und der den Putin segnet und ich weiß was, diese Fratze einfach zu durchstreichen, das hilft vielleicht dann doch ein Stück weit. Immerhin hast du jetzt Sündenfall gesagt. Ja, ist ein Sündenfall. Ich meine, wenn man nie Gott als König oder Herr bezeichnet hätte und immer nur als Vater, wäre das vielleicht nicht möglich gewesen, dass sie sich mit dem identifizieren. Ja, man muss immer sagen, wer macht das? Also es ist ja eine jüdische Tradition, also bereits. Also ich meine, wir haben ja dann schon die Propheten, die überhöhen natürlich ihr Schicksal und stellen Gott über die despotischen Tyrannen aus Babylon oder? Also das macht schon auch Sinn, der Unterdrückten. Es wird dann zum perversen Sündenfall, wenn die Mächtigen diesen Christus für sich beanspruchen. Aber das können sie nur, weil man ihn König nennt. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, das geht nicht für Gott. Herr und König sind keine Namen für Gott, wäre das vielleicht schwieriger gewesen. Und wer hätte die Macht oder das Recht, das zu zensieren? Die ersten Christen hätten das so proklamieren können. Ach, wie schön, ja. Aber also, wir sind im Rahmen des jüdischen Glaubens. Also die beten die Psalmen. Da ist Gott natürlich König und Herr. Okay. Wir haben eine große Frömmigkeitstradition des Gebets. Also Gott wird so genannt. Aber es gibt einen interessanten Anhaltspunkt. Wo wird Gott Allmächtiger genannt? Pantokrator. Nie zur Rechtfertigung einer irdischen Macht, sondern eigentlich immer in Schriften der Zeit, wo Fremdherrschaft in Israel war, von Leuten, die eigentlich Unterdrückung von großen Mächten erfahren und dann an Gott appellieren als den, der Herr über die Herren der Welt ist. Insofern glaube ich auch, dass dieser Gedanke ein wichtiger ist für Unterdrückte, gerade gegen die Mächtigen auch an einen Stärkeren zu appellieren und sagen, zertrümmere du die Mächtigen, die uns unterdrücken. Und dann ist natürlich auch eine Theologie, wie sie jetzt in der byzantinischen Tradition und bei Kyrill ist genau das natürlich die Folge, die ist dann unmöglich. Letztlich haben wir im Urchristentum, im Frühchristentum immer noch die unterdrückt sind, die sozusagen um ihr Recht schreien, dass Gott ihnen hilft. Und da ist an die Macht Gottes zu appellieren vielleicht doch nicht so falsch. Und dasselbe lässt sich dann noch zeigen. Du hast jetzt gesprochen von sozusagen der jüdischen Spur. Und genauso würde es gelten, wenn ich jetzt auf die Römer schaue, die zu der Zeit eben die Mächtigen sind, die für ihre Kaiser solche Titel in Anspruch nehmen. Und wenn man in einer Konkurrenz dazu steht, dann kann man schon sagen, ja, wir sind die da demütig sind und niedrig sind. Aber vielleicht begibt man sich dann auch in die Auseinandersetzung und sagt, ja gut, ihr habt euren Herr und wir haben unseren Herr. Und dann neigt man auch zu diesen hohen Titeln, um sich in dieser Konkurrenz behaupten zu können. Und dann helfen diese Titel, um zu sagen, wir haben auch einen König und einen Herrn, aber der hat vielleicht andere Mittel. Aber zunächst mal will man in dieser Auseinandersetzung auch die Titel haben, damit man überhaupt mal in den Wettbewerb gehen kann. Irene, verstehe ich schon gut. Die Gefahr, dass man dann daraus selber angesteckt wird von dieser Logik, dieser Titel, dass die Gefahr ist dann einfach groß, oder? Okay. Also von daher wäre es vielleicht besser gewesen, man wäre beim Vater geblieben, oder? Beim Vater, auch da haben wir dann diese Erfahrungen, wo viele Menschen sagen, ja Vater, das ist für mich eine ganz schlechte Erfahrung, oder? Also, kann man Mutter sagen. Aber auch das. Mutter können und, ja, auch mit, ja. Nein, aber es hat ja nicht funktioniert, nicht wahr? Das Königsbild und das Herrenbild, dem man unbedingt gehorsam sein muss und dem man alles, das hat ja durchgeschlagen. Das gütige Vaterbild kam dann schon auch. Aber dort, wo es um Herrschaft ging, haben die sich mit dem Christentum identifiziert. Also die Wirkungsgeschichte ist nicht
ganz nein, nein, sicher nicht. Natürlich, die Wirkungsgeschichte ist nicht besonders positiv, aber ich meine es immerhin bei Zwingli, um jetzt, ich will einfach dieses Disputationsdatum noch ein bisschen, ja, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne, aber bei Zwingli kann man immerhin sagen, Zwingli hat ja doch die Möglichkeit der Herrschaftskritik, also die ist bei keinem Reformator derart stark wie bei Zwingli, oder? Die Herrschaftskritik an den falschen Hirten, also bereits 24 vom Hirten, oder? Hat er die falschen Hirten kritisiert und hat auch ermöglicht, dass man also Herrschende, die nicht zum Wohle des Volkes herrschen, dass man die auch davonjagen könnte. Nur muss man sagen, bei Zwingli, der hat es dann, auch er wurde dann vom eigenen Eifer mitgerissen und dachte dann, mit einem Krieg könne er das richten. Also vielleicht müssen wir das da wirklich in Selbstkritik auch eingehen. Wir sind alle in der Gefahr an der Stelle, uns mit den Mächtigen, mit Einflussreichen, mit da, wo das Geld ist und so weiter zu verbinden. Und wo sich die Religion mit dem verbindet, da wird sie relativ schnell pervertiert. Und an der Stelle gilt es wirklich selbstkritisch, auch unseren eigenen Impulsen gegenüber immer wieder zu sein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dort, wo Margera am schärfsten wird und wo er wirklich vom trügerischen Avatar spricht, ist, dass man angefangen hat, an Jesus zu glauben, also als Jesus als Person zu erhöhen. Und er sagt ja, Jesus wollte das selber nicht. Er sagt erstaunlich zurückhaltend mit seiner eigenen Person. Und dann hat man aus ihm eben eine gottähnliche Person gemacht. Eines der am sehr wahrscheinlich historischen Jesusworte ist: Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird der Menschensohn bekennen vor dem himmlischen Vater. Das heißt, wir haben so in der ältesten Tradition eine sozusagen eine Aussage, dass an der Person Jesu, selig, der kein Ärgernis nimmt an mir und so weiter, dass an der Person Jesu, an der Stellungnahme zu ihm sich doch Wesentliches entscheidet. Ich glaube, dass man diesen sozusagen, natürlich hat Jesus nicht sich selber verkündigt, sondern Gott verkündigt. Später wurde Jesus als der auferstandene Christus verkündigt, aber ich glaube, dass zwischen diesen beiden Formen der Verkündigung schon eine Linie, eine Verbindung steht, die auch eine gewisse Logik hat. Zu sagen, das wollte er nie, die haben ihn verfälscht, ist, glaube ich, eine pseudo-aufklärerische Wendung. Margera zitiert an der Stelle Alfred Loisy, den französischen Theologen, der sagt, Jesus verkündigte das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Das war natürlich ein sehr kritischer katholischer Modernist, der das so gesagt hat. Und genau in dem Zusammenhang redet er dann vom trügerischen Avatar. Ich würde an der Stelle von meinem Interessensgebiet des Johannesevangeliums aus her schon auch nochmal überlegen, ist das, was Jünger und Jüngerinnen nach Ostern verstanden haben, wie sie sich einen Reim drauf gemacht haben. Wie kann Gott diesen Jesus in den Tod bringen, wenn er doch der Auserwählte und der Gesandte und so weiter ist? Dass das eine Bewegung ist, die ihr Recht hat, dass wir im Nachhinein auch etwas besser verstehen und dass wir nicht einfach nur sagen können, historisch hat es der Jesus nicht gesagt, also ist es falsch. Ich glaube, das wäre ein kopierter Jesus, der vollkommen irrelevant wäre für uns. Wir leben von der Deutung in den verschiedenen Deutungen in den Evangelien und die haben ihr Recht auf einer anderen Ebene. Das ist nicht der O-Ton des irdischen Jesus, der war aramäisch, der wäre furchtbar schräg und furchtbar komisch für uns gewesen. Wir leben von den Deutungen, die nachher gekommen sind. Ohne die wären wir heute nicht hier. Ich denke, auch in diesem Punkt dürfen wir uns den Jesus nicht zu bequem machen. Wir dürfen ihn von seiner Wirkungsgeschichte auch nicht ganz lösen. Also irgendein Potenzial zur Überhöhung war in dieser Persönlichkeit. Ein Fan-Potenzial, um es aktuell zu sagen, ein Messias-Potenzial war in dieser Persönlichkeit, wenn man sie nur irgendwie als historisch fassen will. Wir können dann im jüngsten Gericht mal mit ihm diskutieren, ob er wirklich alles gewollt hat, was er damals... oder? Und also wirklich, ich denke, wir dürfen ihn nicht zu schnell auch reinwaschen von gewissen Extremismen. Dieser Jesus
hat wohl auch wirklich genervt mit seinem Anspruch, mit seinem Auftreten. Also das war auch, hätte auch uns genervt. Wir hätten gesagt, geht's eigentlich noch? Ich möchte so an zwei kleinen Beispielen sagen. Es gibt zwei aktuelle Netflix-Serien, also nicht nur Avatar, sondern es gibt The Chosen, kennen Sie vielleicht? The Chosen versucht, diesen Jesus so in den Alltag der Menschen einzuflügen. Ein derart dümmlicher Jesus aus meiner Sicht, der wird einfach wirklich sanft gewaschen, oder? Und dann gibt es den Messiah, die ist schon vor 2 oder 3 Jahren gekommen, da pflanzt man eine Messias-Figur in die heutige Zeit, der geht sogar übers Wasser in Washington, dort in der Mall, geht er übers Wasser. Aber es ist, diese Serie finde ich faszinierender als The Chosen, weil The Chosen ist völlig verharmlosend aber der Messiah sagt eigentlich, mit welchem wahnsinnigen Anspruch wir es möglicherweise zu tun haben, oder? Und was kann aber auch faszinierend an dieser Figur sein? Also insofern, auch da müssen wir aufpassen, es gibt dieses Messias, es gibt dieses Gottpotenzial möglicherweise im historischen Jesus-Auftritt. Und umgekehrt würde ich dann aber sagen, die Chance des Avatar-Begriffs ist dann eben auch, dass es auch diesen historischen Jesus noch heute noch gibt. Also wir können ja auch Jesus gegen Christus ausspielen, wir können Menschheit und Gottheit im chalcedonensischen Paradox eben, müssen wir zusammen behalten. Es ist wahrer Gott und wahrer Mensch, es ist nicht entweder oder, es ist irgendwie miteinander verbunden. Das ist dann eben auch wieder die Chance des Avatar-Begriffs. Auch hier haben wir bis heute etwas Subversives erhalten, ist uns erhalten geblieben. Ja, ich möchte nochmal das aufnehmen, was du gesagt hast. Jesus ist radikal und selbstbewusst. Oder wir haben es in solchen Versen, wie du sie zitiert hast, hören wir ganz klar, er hat ein Selbstbewusstsein, das ihm schon sagt, er ist etwas Besonderes. Und das hat er ausgestrahlt, deswegen hat er die Menschen fasziniert und hat ihm auch irgendwie geholfen, so kraftvoll zu wirken, wie er es offensichtlich getan hat. Und wenn dann seine Jüngerinnen und Jünger und Sympathisantinnen und Sympathisanten das weiterdenken nach seinem Tod und dann diese Gedanken, die er vielleicht eher indirekt geäußert hat, so klar formulieren, dann ist das noch keine Verfälschung. Es ist ein Weiterdenken für mich. Und dass dabei gewisse Dinge in den Hintergrund geraten, die uns vielleicht sympathischer wären, weil wir sie etwas freundlicher und demütiger finden, das kann sein, aber ich finde, es ist schwierig, dann immer gleich von einer Verfälschung zu reden. Es ist ein Weiterdenken dessen, was angelegt war. Aber was mir wichtig ist, jetzt dieses Beispiel von Johannes, der aus dem Gefängnis fragt, wer er sei. Da kann man doch immerhin annehmen, die Botschaft, die er brachte und was er tat, war ihm wichtiger als seine Person. Er wollte nicht, dass man ihn einfach so verehrte, sondern er wollte, dass man die Botschaft vom Reich Gottes und vom Heilwerden, dass die im Mittelpunkt steht. Und er wollte, dass man Gott so sieht, wie er ihn sah, das Reich Gottes so sieht. Diese Botschaft, ich finde immer, die ist nachher untergegangen, kleiner geworden als die Verehrung seiner Person. Da ist doch etwas, hat sich verschoben. Schauen wir das apostolische Glaubensbekenntnis an. Ich glaube an Christus, da ist nur von seiner Person die Rede, aber das Reich Gottes und seine Botschaft kommen nicht vor. Das geht dann alles weg, nicht? Und man hat nur noch die Verehrung dieses Gottmenschen oder dieses Göttlichen. Und da finde ich, da ist schon etwas verschoben worden. Und da hat Margara recht, wenn er schreibt, das ist eine Verfälschung. Er sagt nicht Verfälschung, nein, aber er braucht in diesem Zusammenhang das Wort trügerisch und verräterisch. Also Verfälschung ist der Vorwurf der kirchenfeindlichen Kritiker, die zum Beispiel dann sagen, das, was ihr in der Kirche predigt, das wollte der Jesus nie. Das ist er nicht, das ist verlogen. Ja? Mhm. Und gegen diesen, er sagt am Ende ja auch, gegen diesen minimalistische Interpretation will er argumentieren. Er will schon argumentieren dafür, dass hier nicht einfach die französischen Säkularisten, die die Kirche und ihre Botschaft von vornherein in ihrer eigenen Pseudoreligion weghaben wollen, dass die Recht haben. Und insofern ist die historische
sehr vorsichtige aufweist bei ihm, der Versuch, einen Mittelweg zu gehen zwischen diesen ganz negativen Leuten und dann der anderen Position, etwa in dem Jesusbuch von Josef Ratzinger, dass einfach der Jesus der ist, den das kirchliche Dogma so verkündigt. Und die historische Forschung muss diesen Mittelweg sozusagen gehen, was ist belegbar, wo ist sozusagen auch ein hermeneutisches Weiterdenken sichtbar, aber nicht der Minimalismus, nicht der Maximalismus, und das macht dieses Buch eigentlich dann auch plausibel. Aber ich glaube, in diesem Argumentationskontext muss man das Ganze durchaus auch einzeichnen. Ja, ich würde es auch nicht so ganz so radikal, wie du es jetzt gesagt hast, von diesen, die Kirche ja dann negativ sehen da. Aber es ist doch schon so, dass die Botschaft in den Hintergrund rückt, wenn sie. Im Apostolikum kommt sie nicht vor. Also ich denke, das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Und wenn wir jetzt eben wieder auch auf die Zwinglianische Reform zurückgehen, ich glaube schon, dass die Menschen fasziniert waren, auch von diesen Geschichten. Also, dass die plötzlich eben nicht nur das hörten, was man vorgab, oder nicht verstanden, weil es lateinisch war, nicht nur diese hohe Christologie, die irgendwie dogmatisch, sondern dass da plötzlich wieder Geschichten. Eben. Also Zwingli fängt mit dem Matthäusevangelium an. Also wenn man das einfach mal so liest, da wird plötzlich diese dogmatische Figur wird lebendig. Also es ist eine neue Ostererfahrung. Ich glaube schon, dass vermutlich hat das schon bewegt. Man muss sich auch wirklich fragen, warum die Menschen dieser Verkündigung eines Zwingli plötzlich geglaubt haben, gegen ihre Urängste einer Kirche, die sie seit Jahrhunderten eigentlich gedrillt hat. Das hat wohl damit zu tun, dass tatsächlich diese Geschichten, dass dieser Jesus als Mensch, als Prediger, als Verkündiger, als Heiler, als charismatische Figur, als Dichter, also du hast mir vorhin gesagt, das wunderbare Didakt, also dass der plötzlich lebendig wurde. Und das ist schon etwas, was wir uns erhalten müssen, oder? Ich glaube auch, dass wir Peter Bigel sagt, wir werden diesen Jesus ja nie los, oder? Gott sei Dank nicht, weil wir genau von daher immer wieder neu eigentlich aufräumen können. Aber man muss in einem Punkt kann man dann die katholische Kirche auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist eben nicht nur Rom und Ratzinger. Das sind auch Orden, das sind auch Kapuziner, das sind Bettelorden, die ja, ich meine, Franziskus, oder? Der hat ja genau einen ganz anderen Jesus wieder lebendig gemacht. Das gehört ja auch zu dieser Geschichte. Diese beiden Positionen. Ja, ja, genau. Das Reich Gottes hat immer wieder durchgedrückt, nicht? Ja, habe ich das Gefühl. Und das müsste irgendwie, und in der Reformation hat das auch, ist das nach oben gekommen. Und von daher haben die ja die Kraft gehabt. Und das ist unsere Aufgabe, oder? Es ist unsere Aufgabe als Kirche und es ist unsere Aufgabe als Neutestamentlerinnen und Neutestamentler, immer wieder zu sagen, es lohnt sich, diese Geschichten zu lesen und eben nicht irgendwelche Bekenntnisse zu lesen, also das darf man auch, aber nicht nur, sondern man muss immer wieder sehen, aus welchen Geschichten ist das erwachsen. Und wenn ich dann das wieder lese, dann kriege ich ein anderes Bild. Dann habe ich den Jesus mit Emotionen, der ein guter Didaktiker ist, weil er gute Geschichten erzählt, weil er an die Lebenswelt der Menschen anknüpft und ihnen das Gefühl gibt, das ist nicht nur irgendwie hohe Christologie, sondern da stecken ganz wichtige Botschaften drin, die für mein Leben wichtig sein können und die anknüpfen an meine Erfahrungen. Und das ist immer wieder die Aufgabe, sich nicht zu verstecken hinter Bekenntnisschriften, sondern zu sagen, lest doch bitte die Bibel, das Neue Testament jetzt speziell, und wenn ihr eine Hilfe dazu braucht, dann lest das Buch von Magara, der erklärt euch ein bisschen was. Ja. Es wäre ein Vorschlag von mir, dass man das ein bisschen kürzt und zusammenfasst und dem Konfirmandenunterricht vorschreibt, dass das dort zu lesen wird. Ja, die müssen doch das Wissen auch haben. Ja, aber es ist heute gar nicht so schwierig. Also in meiner Jugend war Ernesto Kardinal mit den Menschen aus Solentiname ein großer Hit. Aber das können Sie bis heute machen, wenn Sie mit Konfirmandin. Das ist eine Chance unserer säkularisierten Welt, dass die Leute die christlichen Traditionen nicht mehr kennen. Das ist eine Chance, weil sie lesen das dann plötzlich wieder etwas naiver. Sie lesen es einfach mal. Und natürlich lesen sie es dann auch wieder falsch, aber diese Geschichten haben schon eine Kraft. Also das ist das Faszinierende, diese vier Evangelien, die haben eine Kraft, die
darüber hinausstrahlt, als was wir ein, als was wir zähmen können. Ich meine, auch das war Zwinglis Erfahrung. Man liest miteinander die Bibel und nach wenigen Jahren zerstreitet man sich, weil er eben dann doch merkte, man muss das ein bisschen zähmen und man muss das im Griff behalten. Und andere sagten, nein, Kindertaufe vergessen wir, oder? Also, wir haben ja auch in der feministischen Theologie, haben wir alle diese Geschichten gelesen, entdeckt, was da für Frauen drin sind. Und das hat eine Riesenkraft gegeben. Ich ging mir auch so mit, mit Luise Schottroff beispielsweise, habe ich viele Geschichten nochmals neu entdeckt, auf jeden Fall. Und wir haben hier in dieser Kapelle zweimal ein ganzes Evangelium, das Markus und das Johannes Evangelium von Schauspielern lesen lassen, mit Pausen dazu. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Ich möchte das gerne mal wieder machen. Das war wirklich toll. Und ehrlich gesagt, ist das doch die Realität, die wir heute haben. Also ich treffe in meiner beruflichen Praxis auf niemanden, der das Apostolikum kennt, sondern ich treffe auf viele junge Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, was im Neuen Testament steht. Und ich habe das Privileg... Das am ehemaligen Evangelium. Ja, selbst im Unterstraß, Werner Kramer, wahrscheinlich war es zu deiner Zeit auch schon so, aber heute ist es erst recht so. Auch am Unterstraße ist es so, dass dort viele Menschen sind, die da kommen und keine Ahnung haben vom Neuen Testament. Aber ehrlich gesagt, ich genieße es, genau mit diesen Menschen diese Texte zu lesen, weil sie nämlich nicht eingeschränkt sind in ihrer Perspektive, sondern gute Fragen stellen, unmittelbare Fragen stellen an diese Texte und viel offener sind für diese Dinge, weil sie gar nicht darüber nachdenken, was im Apostolikum steht. Und das heißt, sie sind in gewisser Weise befreit von der Last dieser Texte, sondern lassen sich dann direkt darauf ein. Und ich merke, wie sie darauf reagieren, nicht in dem Sinne, dass sie gläubig werden, aber dass sie es interessant finden und anregend finden, diese Texte zu lesen, und das machen sie ohne Ballast. Oder uns, die Virtus, diese, und jetzt feiern wir dann bald das noch, das Nicenum Konstantinopolitanum und so weiter, also die wir das alles verinnerlicht haben, wir müssen uns da, uns muss ein Magerer auch mal wieder helfen, etwas zu putzen, oder? Ja, was könnten wir, irgendwo muss man ja auch zu etwas einmal Nein sagen, wenn man einen Schritt weiter geht. Wo würdet ihr jetzt finden, jetzt sagen wir jetzt, muss es einen Schritt weiter gehen? Wir verabschieden uns von... Ich würde natürlich am liebsten sagen, nein, ich sage es am Schluss. Ich verabschiede mich von der falschen, pseudo-aufklärerischen Attitüde, die an der Stelle manchmal rauskommt. Wir meinen, wir wären über alles erhaben und denken, wir hätten die neue Welt erfunden. Und vielleicht haben frühere Generationen an manchen Stellen, wenn man genauer nachguckt, die Reformatoren, die ersten Christen, aber auch viele zwischendrin, die Frauenmystik und so weiter, Dinge entdeckt, die wir nicht einfach verabschieden, sondern die wir irgendwo, manchmal sagen sie in der einen Zeit nichts, aber die plötzlich wieder aufpoppen. Wer hätte gedacht, dass in meiner Jugend, Friedensbewegung 83, die Bergpredigt plötzlich wieder aufpoppt? Lange Zeit war sie ziemlich wenig beachtet. Wer hätte gedacht, dass in der Reformationszeit die Paulusbriefe plötzlich aufpoppen, die waren vorher nicht so im Zentrum der Diskussion. Und ich glaube, dass in unserer Tradition viele Schätze vorhanden sind, die irgendwo wieder entdeckt werden. Das kann das Hohelied sein, das kann die Schöpfungsgeschichte sein, wenn man sie nicht in der falschen Weise versteht. Das kann die Apokalypse sein, die Unterdrückten plötzlich Kraft verleiht. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das sollten wir offen halten. Die Leute, die von Abschied reden, das sind eigentlich ziemlich arrogante Attitüden. Wir haben es jetzt, wir sind darüber hinweg. Und das halte ich für falsch. Also kein Abschied, sondern ein Neuentdecken. Absolut, ein Neuentdecken, das offen ist. Was ein sehr guter Aspekt ist an diesem Buch ist, dass Daniel Magerer auch die Weite zeigt, die innerhalb des Christentums von Anfang an da war. Und ich denke, das ist sehr hilfreich für die heutige Zeit, dass man immer schon merkt, es gab unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Mann aus Nazareth, was er erlebt hat. Es gibt dann auch Interpretationen, die mir persönlich nicht gefallen, aber ich sehe, dass die Vielfalt da ist, und das ist sehr hilfreich, gerade in der heutigen Zeit. Und dazu sagen, ja,
was kann ich mit gutem Gewissen auch mit dem historischen Jesus verbinden und wo gibt es dann doch eine Differenz, dass ich sagen muss, ui, das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Das sind interessante Diskussionen. Und wenn aber jemand schon sagt, ich weiß, wie Jesus war, mit dem muss ich nicht diskutieren, das ist ziemlich langweilig. Aber wenn jetzt jemand offen ist und sagt, ich bin bereit, einen neuen Blick auf diese Texte im Neuen Testament und darüber hinaus zu werfen, dann kann etwas Neues geschehen und ein neuer Zugang aufbrechen und dann finde ich vielleicht einen Zug an Jesus, der mir neu ist und der mir etwas eröffnet, was dann doch hilfreich und spannend ist. Aber umgekehrt könnte man daraus schon auch ein Nein machen, im Sinne dann von Hirén, das Nein zur Deutungshoheit. Also das, und da provoziert Marga am Schluss nochmals, wenn er halt sagt, ja, es gibt diese Apokryphen, oder? Es gibt dann vor allem, geht er dann bis zum Islam, oder? Der, natürlich, wir müssen sagen, ja, also Jesus, also Vater, Sohn und Maria, Mutter, ist jetzt ein bisschen eine naive Trinität, was die Muslime haben es nicht ganz begriffen, aber das ist eine Weltreligion, das sind Milliarden von Menschen, die dieser Deutungshoheit jetzt vertrauen, die diesem Bild, Jesus wurde nicht gekreuzigt, das war der Barabbas, oder wer auch immer, also die diese Deutungshoheit für sich beanspruchen, das macht uns ein bisschen bescheidener, oder? Indem wir sagen, ja, wir haben das Neue Testament, sagt Homolka, ist ein bisschen jetzt schwierig mit ihm zu zitieren, aber trotzdem, der sagt, das Neue Testament haben wir den Juden weggenommen, ist eine jüdische Schrift und nicht eine christliche. Und solche Dinge, also ein Nein zur Deutungshoheit, das würde ich jetzt da doch in den Raum stellen. Und das ist eine saftige Provokation für uns alle, oder? Okay. Und das wäre eine Kleinigkeit, die man dann doch bemängeln darf an diesem Buch, ist, dass dann, wenn von Apokryphen-Evangelien die Rede ist, oft die Kombination kommt, abtrünnige Christinnen und Christen. Mhm. Und ich finde, das hat genau damit zu tun, ja. Ich will nicht entscheiden, was abtrünnig ist. Ich möchte in eine Diskussion einsteigen über verschiedene Sichten auf diesen Mann und auf das Christentum. Aber ich möchte nicht sagen, was abtrünnig ist, auch wenn ich schon eine Idee habe, was jetzt irgendwie einen größeren Anhalt hat an dem Mann aus Nazareth oder nicht. Also ihr führt mich schön zur letzten Frage. Hast du schön? Ich sage noch schnell, wovon ich mich verabschieden möchte, aber das wisst ihr sowieso schon, ich müsste es eigentlich gar nicht mehr sagen, nämlich von der Sühnopfertheologie, aber das lassen wir jetzt, das Kapitel, lassen wir jetzt frei. Deutungshoheit, an welchen Christus oder Jesus Christus glaube ich jetzt eigentlich? Das ist eine riesenbreite Auslegung. Wie, das heißt, ich muss meinen eigenen Weg finden. Wer sagt mir jetzt, was richtig ist? Meine Schlussfrage wäre eigentlich, an welchen Jesus glaubt ihr jetzt? Also ich finde das faszinierend für mich jetzt natürlich schon. Also es gibt wohl wenige Figuren aus dieser Zeit, oder, die erstens so dokumentiert sind und zweitens eine derartige Wirkung bis heute entfalten. Also Cäsar entfaltet eine Wirkung für alle Lateinschülerinnen und Schüler immer noch, von denen es nicht mehr so viele gibt, aber trotzdem. Aber ja, und dann noch für Asterix. Ich meine, diese Wirkung schon alleine das als historisches Fakt, und da brauchen wir nichts Metaphysisches und anderes, weil es das historische Faktum, dass diese Figur derart bis heute eine Wirkung entfaltet, das allein motiviert mich schon in dem Sinne zu glauben. Glauben, dass ich den Anspruch, die Geschichten, die Faszination für mich selbst oder auch im Austausch mit vielen Menschen ernst nehme. Also alleine das schon. Also an die Nichtfassbarkeit, sagt er, ist sein letzter Satz, Nichtfassbarkeit dieses Jesus. Das macht das Unverfügbare, das macht ein Stück Glauben aus. Und für mich ganz persönlich heißt das, ich bete nicht, Herr Jesus, hilf mir, dass jetzt der Computer wieder läuft. Das, ja, du weißt ja, aber gut. Aber ich sage, so eine, in eine Art Gespräch, in einem Gespräch immer wieder drin zu sein mit Jesus Christus, einem inneren, einem transzendent kratzenden Gespräch, das heißt für mich schon Glaube, also an Jesus Christus. Ich mit Glaube an Jesus Christus, das finde ich auch etwas schwierig von der Formulierung, da stimme ich dir absolut zu, aber ich weiß, welche
Züge für mich wichtig und interessant sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche nicht so sehr die hoheitlichen Titel, sondern wenn ich dann immer wieder sehe, da ist einfach ein zugewandter, menschenfreundlicher Mann, der irgendwie Grenzen sprengt und Randständige sieht. Das hört sich jetzt irgendwie etwas sehr romantisch an, aber ich finde es nach wie vor für heute, sich immer wieder zu überlegen, wer sind dann die Randständigen heute und welche Aufgaben ergeben sich daraus. Davon werde ich mehr inspiriert als jetzt von König und Heer und solchen Titeln. Das beeindruckt und beeinflusst mich eindeutig weniger. Und ich finde, das ist ein Verdienst dieses Buches, dass das wieder sehr schön herausgearbeitet wird, dass auch darüber nachgedacht wird, dass Handeln vielleicht doch wichtiger ist noch als das Sagen, dass sich im Handeln mehr zeigt. Nicht nur als Lehrerin weiß ich, dass Handlungsorientierung entscheidend ist. Und das spüre ich da immer wieder in diesen Geschichten. Und deswegen sind sie eine Inspiration für das, was wir täglich tun. Jesus ist für uns Menschen gegenüber, für das Recht Gottes und für den Anspruch Gottes, den unbedingten Anspruch Gottes eingetreten. Aber Jesus tritt auch für uns ein und uns zu gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt zu wissen, dass dieser Jesus dafür bürgt, dass Gottes Wille, mit uns zu sein und bei uns zu sein, letztlich unverbrüchlich ist. Und insofern, dieses für uns würde ich letztlich oder für dich, für mich, was im Abendmahl natürlich auch nochmal zum Ausdruck kommt, das würde ich dann doch nochmal als einen Kern ansehen. Ich glaube, damit sind wir eben, wir sind über das rein Historische, was hat der historische Jesus gesagt, raus. Aber auch das, was Michel Müller gesagt hat, wenn wir im Gespräch mit diesem Jesus sozusagen sind, wäre er nicht auferstanden, dann wäre das alles sinnlos. Dann wäre es eine Figur der Vergangenheit, die uns nicht weiter angeht als ein Cäsar. Und insofern glaube ich, an der Stelle gibt es Grund, auch manches nochmal neu zu verstehen, neu zu entdecken und auch diese Dimension aktuell zu halten, richtig verstehen, dann braucht man es nicht verabschieden. Aber dieses für uns ist, glaube ich, das Entscheidende und dann wirklich in der Inklusivität auch gerade für die, die marginalisiert, die am Rande sind, die es brauchen. Und dann ist es auch ein Anspruch, der manchmal gegen meine eigene Bequemlichkeit geht. Aber ich glaube, diese Herausforderung, der müssen wir uns stellen, auch im Sinne der Reformation Zwinglis. Ich kann ja selber. Ja, was mir selber immer wichtiger wird, ist die Geschichten, die mir begegnen, wo ich immer wieder sehr beeindruckt bin, wie er das Elend der Menschen gesehen hat. Also auch bei der Geschichte jetzt vom auferweckten Lazarus. Es hat ihn berührt, als er Maria weinen sah, nicht? Als er sah, das ist einfach eine elende Sache. Dann hat es ihm Kraft gegeben, etwas zu tun. Und mir selber geht es so, glauben das, was er gesagt hat. Er predigte das Reich Gottes. Und immer wenn ich denke, jetzt die Welt geht sowieso kaputt, aber dann ein Gleichnis zu lesen, nicht, wo es heißt, schau doch, wie der Sauerteig im Brot wirkt oder wie das kleine Senfkorn wirkt. Und dann gibt es immer wieder Hoffnung zu sehen, doch, vielleicht hat er recht. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich möchte jetzt noch ins Publikum fragen, wenn Sie noch etwas beizutragen haben oder eine Frage an die Fachleute, die hier stehen. Wir haben noch etwa 10, 15 Minuten Zeit und dann machen wir Schluss. Wenn Sie schon vorher gehen, bitte denken Sie an unsere Kollekte. Leider ist die große Glasschale verschwunden, aber es hat dort ein Körbchen, Lisa, wo die schwerhörigen Bügel drin waren. Könntest du das auf das kleine weiße Tischchen stellen? Weil wir sind darauf angewiesen, dass das weitergeht.